Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ich habe, wie man sieht, das Podrennen jetzt ein paar Mal gemacht. Und jetzt haben wir die 8 Millionen Stats und können somit erstmal die richtige Taste drücken und Steinchen mal 6 kaufen. Genügend Datenkarten haben wir. Und nun ist auch dieser Multiplikator gekauft. Ja, und das Geld kommt ja nicht mehr durch, den gehen wir ein bisschen näher ran. Ich bekomme trotzdem nicht an, ja doch so. So, wie öffnet man das hier? Da oben sehe ich doch was. Wie kommt man da hoch? Jetzt haben wir auch mal 48 Stats. Also, Geld wird ab jetzt kein Problem mehr sein. Wir werden jetzt allerdings in diesem Part noch keine Charaktere auswechseln. Weil gerade haben wir das Geld dafür nicht wirklich. Das muss ich jetzt erstmal ansammeln. Die dunkle Seite der Macht wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Aber das sollte schnell gehen. Wir werden in diesem Part wahrscheinlich schon wieder direkt die 1 Million Stats voll haben. Und ich habe zuerst in den Käfigen Gefangene gesehen. Aber nee, ist nur Schrott. So. Dann öffnen wir das mal. Schiebespiel. Wie kommt man an den dort oben ran? Muss man von diesen Druiden springen? Ach nee, ich habe eine Idee. Er ist in der Luft eingefroren. Kann man das überhaupt mit anderen machen? Nö. Doch. So, wie kommt man dann da oben ran? Meine Idee wäre jetzt, wir gehen auf irgendein Gebäude hier und springen dann da auf den Druiden runter. Hier gibt es sogar Leitern nach oben. Reden wir kurz mit ihm hier. Hey, stopp! Ich muss wohl wieder mal die Galaxis retten. Na toll. Runter da. Ah, du hast mich gefunden. Ich gehe später zu meinem ersten Podrennen. Ich feuere aber keinen bestimmten Rennfahrer an. Ich finde einfach nur, dass es ein toller Sport ist. Okay, dann haben wir hier jetzt auch mit dem Wookie geredet. Dann wechseln wir wieder zu dem Imperator. Lasst uns beginnen. Okay, das wird nichts. Weil er da jetzt runtergesprungen ist, müssen wir wieder einmal komplett nach oben klettern, aber das geht ja schnell. Na ja, gut, die warten ja immerhin alle auf uns. Und dann geht's hier hoch. Okay. Bergungsdruiden, Akrobatik. Dass ich das finden würde. Okay, ich glaube, man kann wirklich auf den drauf springen. Naja, jetzt haben wir den Scheiberstein, jetzt müssen wir hier auf niemanden mehr rumspringen. Also hier vorne geht es aber irgendwo rein. Dann gehen wir mal hier ins Haus hinein. Ach, das ist... Ist das verlassene Höhle und hier gibt es sogar was. Ja, ich hätte auch mal auf die Minimap gucken können. Dann wäre mir das auch aufgefallen. So, 1 Million haben wir gleich auch schon wieder. Und wo macht man das nun auf? Eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht und meinem Wissen. Aha, hier sehe ich doch was. 1 von 4. Aha, 2 von 4. 3 von 4. Und 4 von 4. Nein, da unten. Ach, dann halt der zuerst. Dann der. Und dann... Ach, R2, geh weg. Und der letzte. Daneben. So, getroffen. Gut. Und dann nur noch einsammeln. Und wir haben die 1 Million Stats. Waffen in der Wurmhöhle. So, dann ist hier vorne ein Körperstein. Ach ja gut, dann gehen wir gleich noch zu dem.
Ach, der sieht einfach aus. Möglicherweise ist er das auch. Gehen wir mal hier hinten rein. Die dunkle Seite der Macht wird nicht diese Aufgabe. So, nun ist das offen. Luke kann das hier benutzen. Dafür bin ich sicher nicht zu klein. Und Stadt mit dem Gitter. Okay, dann holen wir jetzt erst den links und dann machen wir das Rätsel dort rechts, das Puzzle. So, wo ist der? Auf der Vorderseite, Rückseite, andere Seite. Vier Knöpfe. Wo sind die anderen drei? Zwei. Drei. Vier fehlt. Oh, ah, hier ist vier. Okay. So. So. Und so. Und einer noch auf dem Dach. Sollten wir schaffen? Ja. Und da ist er. Das gehört dem städtischer Film. Schatz. Und mit dem hier können wir noch kurz reden. Nein, rück das weg. Kannst du... Rede doch einfach mit dem. So. Seht ihr Bummerball? Sagt mir, dass ihr Bummerball spielt. Oh Mann! Hört auf, mit mir zu reden und geht Bummerball spielen. In der Nähe vom Platz. Ihr werdet ausflippen. Das ist das Beste überhaupt. Okay. Banter Blödsinn. Ja, da muss ich einmal hin. Nein, das Ohr. Denn... So, weg damit. Und dann jetzt gucken, wie wir das hier machen. Nein, nicht da rein. Da oben ran vielleicht. Oh, okay. Und da gucken wir das, dieses Teil raus. Ja, okay. Ich verstehe. Eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht und meinem Wissen. Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Aber wie? Wir können ja versuchen, das Teil dort vielleicht rauszuholen. Ja, nee, das kann da bleiben. Kann man das hier? Das ist so Silber. Nein, das geht nicht. Das ist Luke. Da wollte ich das nicht dran haben, aber vielleicht geht das ja. Nee, doch nicht. Ja, da soll das nicht dran. Aber man muss auch hier nichts auseinandernehmen. Was können wir da wieder ranstecken? Die dunkle Seite der Macht so. Wird mich diese Aufgabe meistern lassen. Okay, doch. Da muss doch
einiges auseinandergesteckt werden wieder. Aber... aber hier passiert nichts. Warum passiert hier nichts? Ach, nicht da rein. Dann versuchen wir das hier vorne mal irgendwie zu machen. Ja, das ist falsch. Ah, toll, steckt fest. Wo ist er mit dir? Los. Ich brauch dich. So. Das passt aber doch auch nicht. Doch, das passt. Natürlich passt das. Ah ja. So, und da füllt sich ein weiteres. Und hier bekommen wir... da vorne ist es gelandet. Ein weiteres blaues Teil. Das stecken wir da an. Wie war das jetzt? Ich glaube, das hier kommt oben rein und das andere unten. So, doch nicht. Du kommst hier unten ran und dann kommt das andere nach oben. So rum, so nicht. So, nein. So. Kann da jetzt. Es geht nicht. Warum funktioniert das nicht? Einmal schlagen. Nicht das. Das soll daran. So. Und das andere. Und das andere. Das kommt hier ran. Funktioniert es? Ja, jetzt funktioniert es. Gut. So, was bekommen wir daraus? Eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht. Ein rotes Stück. Ja, ich würde mal sagen, das kommt daran, aber vorher müssen wir hier noch was machen. Und ein weiteres rotes Stück. Das kommt... auf jeden Fall daran. So, dann müssen wir die beiden gelben Teile nur noch wieder mitnehmen. Nach da vorne, nicht da wieder ranstecken. Da habe ich es doch gerade erst gemacht. Hier ran. So. So. Und. So. Und geschafft. Da ist der Kalberstein. Wasser fürs Sklavenviertel. Ich habe das auch vorher gesehen. So, was ist hier drin? Auch ein Kalberstein. Die dunkle Seite der Macht wird nicht diese Aufgabe meistern. Nein, ich will das anders machen. So, mit der Macht. Oh, das ist Anakins zu Hause. Wo wir hier gerade sind. Achso, der Schlüssel kommt da vorne rein. Nein. 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 Ja gut, das kann man dadurch mitnehmen.
Lächelt mich nicht so an, geht aus dem Weg. Und, ist dran? Ja, ist dran. Ist es auch richtig dran? Nein. Ah, das ist aber hier der Bauplan für C3POs Kopf. Das ist falsch. So, das kommt oben links hin. Das ist oben rechts. Oben links sagte ich, nicht das. Jetzt ist das ab. Geh wieder ran. Ist dort oben? Ja, genau das. Dahin und eins fehlt noch. Das befindet sich hier. Und ist dran. Und wir bekommen den Elberstein. Verstreute Schaltpläne. Sollte geschafft sein. Dann als nächstes ist hier noch ein Raum. Spukhöhle. Hier sind wir fertig. Ging schnell. Okay, dann der dort oben als nächstes, wenn ich da hochkomme. Hier. Na gut. Dann suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Oder wir gehen hier erstmal rein. Zeit für ein Spielchen. Findet alle fünf und gewinne. Nur haut uns nicht auf die Nase. Wir hassen das. Viel Spaß. Dann hau ich euch auf die Nase. Nee, ich dachte hier im Laden. Bleibt hier. So, 1 von 5. 2 von 5. Drei von fünf. Wo sind die anderen? Aha. Hm. 4 von 5. Einer fehlt. Hä? Was ist denn das jetzt? Ach ja. 4 von 5 reichen schon. Ah, nee, doch nicht. Er zählt als der Letzte. Okay. Dann holen wir ihn uns. Ach, sogar zerstören müssen wir ihn. So, komm. Her. Verdünnisierte Droiden. Ich habe vorher gesehen, dass ich das finden würde. Verzeihung, wir hätten hier nicht mit euch rumalbern sollen. Ordi Mandrell sucht uns bestimmt schon. Das kann sein. Da wird noch einer hier irgendwo über uns. Nee, immer noch der hier wird angezeigt. Ja gut, verschwind mal, Druide. Du verwirrst mich. Wenn da noch ein Kerberstein angezeigt wird, eine Kleinigkeit für jemanden mit meiner Macht und meinem Wissen. Das reicht noch nicht. Ups. Ja, vielleicht. Das sollte so schon okay sein. Ja.
auf den Turm. Hier vorne irgendwo. Auf dem Dach. Jetzt kommt er, geht er hoch. Hier und wieder runter. Aber er liegt ja einfach so rum. Segel von der Säule. Ich habe vorhergesehen, dass ich das finden würde. Ach, falsche Taste. Okay, hier vor uns, direkt vor uns, können wir mit einem reden. Kann man auch. Nee, okay. Das wollte ich nicht. Ja. C3PO. Ist immer noch sauer, dass Sebulba seinen Podrenner zerstört hat. Ich hoffe, er findet Hilfe, um einen neuen zu bauen. Ich war immer ein Fan von ihm. Ich will ihn bald wieder fahren sehen. Podrenner-Teile auftreiben. Okay, und den dort oben holen wir noch. Ach, hau! Verschwinde jetzt! Hau ab! Sind da Einzelteile im Weg, so. Das gehört dem ausgegongt. So, dann gehen wir hier vorne hin. Und holen uns den, oder? Da war sogar ein 10.000er. Ach so, da ist Map-Ende. Dann müssen wir hier einmal rumgehen. Die dunkle Seite der Macht. Wenn diese Kiste ein bisschen schräg dorthin legen, sollte die reichen. Ja, oder auch so, so rechts. Obwohl. So, eine reicht. Nette Nische. Ich habe vorhergesehen, dass ich das finden würde. So, dort oben. Schrottsammler. Brauchen wir. Wie viel kostet eigentlich der nächste Multiplikator? 48 Millionen. Okay, das wird noch ein bisschen dauern. Nicht getroffen. So. Immer noch nicht getroffen. Na endlich. War hier oben nicht eben noch einer? Bin sicher, dass wir hier... Achso, da drüben. Doch. Oh, nicht runterfallen. Aha, hier ist auch einer im Turm drin. Okay. Schatz hat's zum Flachdach. Ein Suchdruide sorgt auf dem Markt für Chaos. Ich bin sicher, alle Beteiligten wären froh, wenn sich jemand darum kümmern würde. Aber nicht ich. Gewalt zwischen Druiden halte ich nicht aus. Druidensuche, das auch. Sowas, ja gut. Das werden wir im nächsten Part machen. Aber den da vorne können wir möglicherweise noch kurz holen. Ja doch, da liegt... Das sieht... Ich merkte schon, da liegt der einfach so rum. Ja, einfach nur hier die Kiste zerstören. Silber im Sand. So, aber hier beende ich denn jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.